Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 7. August. Wenn dich die bösen Buben locken, folge nicht. Sprüche 1, Vers 10. Das Wort von dem bösen Buben kommt mir vor wie ein alter, humorloser Mann, der mit erhobenem Zeigefinger einige lustige Max- und Moritz-Streiche vereiteln will. So sagte einer, als er dies Wort hörte, und wie er, so denken gewiss viele. Welch ein Missverständnis! Der König Salomo hat in seinen Sprüchen sehr genau geschildert, welche Leute er mit dem bösen Buben meint. Menschen, die ohne Gewissenshemmungen und ohne Mitleid mit Brutalität und Schleue ihre Wege gehen. Solche Persönlichkeiten haben etwas Mitreißendes. Sie sind die Erfolgsmenschen. Der vollkommenste Bube dieser Art wird der Antichrist sein, der als letzter Weltbeherrscher der Wiederkunft Jesu vorausgeht. Als Johannes, so wird es im letzten Buch der Bibel geschildert, ihn sah, wurde er fasziniert. Aber der berührt ihn ein Engel und sagt mahnend: Staune nicht, lass dich nicht inwendig ergreifen von diesen Menschen des gewissenlosen Erfolgs. Davon redet unser Bibelwort. Wir sind immer in Gefahr, dass wir Menschen verfallen. Es müssen nicht nur die Großen dieser Welt sein. Es kann ein Freund oder jemand vom anderen Geschlecht sein, dem wir besinnungslos verfallen. Die Bibel mahnt: Werdet nicht der Menschen Knechte. Die Bibel spricht noch von einer ganz anderen Verlockung. Jesus, der Sohn Gottes, sagte über Jerusalem: Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küklein versammelt. Haben wir dies Locken schon einmal gehört? So ruft die Stimme des Herrn Jesu: Wendet euch zu mir, aller Welt Ende, so werdet ihr errettet. Das ist eine Verlockung zum Leben. Herr, lass unsere Ohren geöffnet sein für deine Stimme. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.